Auf die letzte Seite möchte ich etwas anbringen, was einmal nach oben und nach unten aufklappbar ist. Für das untere Stück nehme ich wieder meine Schablone und zeichne mir das hier auf. Das schneide ich jetzt aus. Und das übertrage ich jetzt auch gleich auf das Motivpapier. Ich habe das Papier jetzt geknickt und werde dann hier und hier Klebeband anbringen, um das dann hier festzukleben. Als nächstes werde ich hier und hier Magnete anbringen. So, das lasse ich jetzt erstmal trocknen. So, ich habe mir jetzt das Motivpapier zurechtgeschnitten und werde das jetzt nochmal am Rand mit einem Stempelstift einfärben. Als nächstes kommt dann wieder Klebeband auf die Rückseite und dann klebe ich das auf die Seite.
Und dann ist die Seite fertig.